Entdecken Sie Ihre Leidenschaft für Herausforderungen und erleben Sie Fahrspaß voller Kraft und Eleganz. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Willkommen zur Mittwochsendung bei TV Allgäu Nachrichten. Hier einige unserer heutigen Themen. Veruntreuung. Beamter soll 80.000 Euro auf das eigene Konto überwiesen haben. Hauptversammlung. Die Nebelhornbahn AG legt ihren Geschäftsbericht vor. Und Entertainer Howard Carpendale begeistert Fans in der Big Box. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1.000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Die Polizei hat heute Morgen die Privat- und Büroräume eines Mitarbeiters des Landratsamtes Lindau durchsucht. Nach aktuellem Stand soll der Mann rund 80.000 Euro veruntreut haben. Gegen den Mann, so das Landratsamt, sei mittlerweile ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Außerdem hat das Landratsamt Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Kempten gestellt. Nähere Informationen zu diesem Fall hat heute Nachmittag dann der Landrat des Landkreises Lindau, Elmar Stegmann, in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Christina Lessig und Thomas Kehrer waren vor Ort. Die Enttäuschung ist Landrat Elmar Stegmann ins Gesicht geschrieben. Einer seiner Mitarbeiter, ein 55-jähriger Beamter, der seit über 22 Jahren für den Landkreis gearbeitet hat, hat öffentliche Gelder veruntreut. Wir sind alle sehr enttäuscht, auch die Kolleginnen und Kollegen sind sehr betroffen über den Fall, weil man ja doch in einem Beamten ein besonderes Vertrauensverhältnis setzt und dieses Vertrauen ist hier massiv enttäuscht worden. Von Dezember 2006 bis Februar 2010 habe der Mitarbeiter in der Sozialverwaltung falsche Leistungsanträge gestellt und das Geld auf sein Konto überweisen lassen. Krankheitsbedingt ist der Mann seit Februar ausgefallen. Die Vertretung hat die Ungereimtheiten in der Zahlungslaufliste entdeckt, so Stegmann. Mitarbeiter haben festgestellt, dass er Leistungsempfängern Zahlungen zugeordnet hat, die in der Vergangenheit tatsächlich Ansprüche hatten. Und diese Zahlungen hat er dann aber auf sein eigenes Konto überwiesen. Und durch die Aufmerksamkeit von einer weiteren Mitarbeiterin ist dieser Fall ans Tageslicht gekommen. Wir haben dann umfangreiche Ermittlungen angestellt und festgestellt, dass es seit dem Jahr 2006 insgesamt 23 solcher Fälle gab, mit einem Gesamtschaden von knapp 80.000 Euro, die aber nicht im Landkreis Lindau entstanden sind, sondern der Bundeskasse. Sie ist für die Leistungen der Sozialverwaltung verantwortlich. Der Beamte wurde mit sofortiger Wirkung suspendiert und ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Er hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe eingeräumt. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Üblicherweise verlangen Softwareprodukte bei uns im Haus, mit welchen Zahlungen angewiesen werden, dass zwei verschiedene Mitarbeiter über diese Zahlung drüber sehen. Das ist das sogenannte Vier-Augen-Prinzip. Und diese spezielle Software wiederum hat es ermöglicht, auf dieses Vier-Augen-Prinzip zu verzichten. Diese Lücke in der Software hat er sich zunutze gemacht und dadurch diese Zahlungen selbst angewiesen auf sein eigenes Konto. Wir haben jetzt diesen Fall zum Anlass genommen, den Softwarehersteller darauf hinzuweisen, der andere Produkte bei uns im Haus hat und die dieses Vier-Augen-Prinzip beinhalten, es auch bei diesem Produkt entsprechend einzusetzen. Damit sich so ein Fall möglichst nicht wiederholt. Als Grund für die Veruntreuung der Gelder gab der Beamte an, er leide unter allgemeiner Frustration und Unzufriedenheit mit der Beamtenbesoldung. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Kempten in dem Fall. Am kommenden Sonntag ist die Wintersportsaison auch in Oberstdorf endgültig vorbei. Eine erste Zwischenbilanz zeigt, die Nebelhornbahn AG kann wohl ordentliche Zahlen erwarten. Heute stand aber noch einmal die Vergangenheit im Mittelpunkt. Bei der Hauptversammlung wurde der Geschäftsbericht 2008-2009 präsentiert. Über aktuelle Zahlen und alte Diskussionen in Oberstdorf berichten Anselm Stern und Stefan Rasch. Traumhaft schön war es heute Mittag am Nebelhorn. Nicht ganz so herrlich sind die Zahlen der Nebelhornbahn AG. Das abgelaufene Geschäftsjahr 2008-2009 war turbulent. 338.000 Besucher konnten gezählt werden, weniger als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz liegt bei knapp 6,4 Millionen Euro, ebenfalls weniger als im Vorjahr. Trotzdem alles in Ordnung, so die Verantwortlichen heute bei der Hauptversammlung in Oberstdorf. Der Bilanzgewinn beträgt 123.000 Euro.
Wir hatten in der vorvergangenen Wintersaison ja eine relativ schlechte Saison mit vielem schlechten Wetter, sehr viel Schnee und großem Aufwand zur Präparierung unserer Pisten. Allerdings hat dann die sehr schöne Sommersaison, insbesondere der Herbst, September, Oktober, unser Geschäftsergebnis wieder so weit nach vorne gebracht, dass wir heuer auch unseren Aktionären die Ausschüttung einer Dividende vorschlagen konnten. Eine Dividende von 1,50 Euro pro Aktie wurde möglich. Unmöglich ist dagegen ganz offensichtlich der viel und lange diskutierte Neubau der Nebelhornbahn. Der ist eigentlich erwünscht, aber es ist schlicht und einfach kein Geld da. Ein Neubau der Nebelhornbahn wird zumindest die nächsten Jahre zunächst mal nicht kommen. Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr ca. 1,6 Millionen in die Instandsetzung der alten Nebelhornbahn investiert. Das heißt, alle Antriebe, alle Bremsen, alle Regelungen, alle Steuerungen sind erneuert worden und auch die Kabinen sind modernisiert worden, sodass wir nun zunächst mal einige Jahre mit der vorhandenen Bahn wieder fahren werden. Aber wir investieren natürlich nach wie vor in unser Angebot. Wir haben die Beschneiung erweitert. Wir haben die Beschneiungsanlage von der Station Höfertsblick bis ins Tal errichtet. Wir haben einen Beschneiungsteich fertiggestellt. Wir haben aber auch zum Beispiel die Rodelbahn, die es schon immer gegeben hat, heuer erstmals beschneit. Und es führte auch dazu, dass wir an 100 Tagen im Winter Rodelbetrieb anbieten konnten. Zuversichtlich könne die Nebelhornbahn AG in die Zukunft blicken, zumindest bis der Neubau der Bahn dann irgendwann nicht mehr zu umgehen ist. Ja, und wir machen jetzt eine kurze Pause. Danach gibt es die aktuellen Meldungen aus der Region in TV Allgäu Kompakt. Die Erlebnisflotte der Bodensee-Schiffsbetriebe macht ihren Ausflug zu einem unvergesslichen Ereignis. Der Bodensee zum Erleben nah. Bärige Wärme für Ihr Zuhause. Von einem Partner, auf den Sie sich verlassen können. Mehr Qualität und mehr Service. Und immer da, wo Sie uns brauchen. Kessler, Energie für das Allgäu. Mineralöl, Erdgas und Holzpellets. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Rund um die Uhr und auch am Wochenende. Rufen Sie uns an. Wo Kinderherzen höher schlagen. Allgäu-Lino, der Hallenspielplatz in Wertach. Auf über 3000 Quadratmetern Spielspaß für die ganze Familie. Und zwischendurch erholen Sie sich im gemütlichen Indoor-Biergarten. Infos zu Geburtstagsfeiern und vieles mehr unter www.allgäulino.de. Höchste Zeit zu wechseln. Günstige Erdgastarife zu fairen Konditionen. Ihr regionaler Erdgasanbieter. Kessler. Energie für das Allgäu. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Informieren Sie sich. Na, wie schreibt man Rhythmus? Der Duden. Habe ich dir von Weltbild mitgebracht. Toll, danke. Das Standardwerk zum Toppreis. Der aktuellste Duden mit 40% Preisvorteil für nur 12,95. Portofrei bei weltbild.de oder in Ihrer Weltbild-Filiale. So günstig? Nur bei Weltbild. Radl Stadl Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadl Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Besser geht's nicht jetzt und hier. Ich vertraue dir. Gesundheit in besten Händen. AOK, die Gesundheitskasse. Für jeden das passende Rad. Radl Stadl Dickenreishausen. Radl-Stadl.de. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Die aktuellen Meldungen vom 28. April 2010. Die Memminger Stadträte Günther Bischoff von der FDP und Dieter Buchberger von der ÖDP bekommen keine Verdienstausfallsentschädigung für ihre Arbeit im Stadtrat. Das hat das Augsburger Verwaltungsgericht jetzt entschieden. Eine schriftliche Begründung des Urteils gibt es aber noch nicht. OB-Kandidat Buchberger ist neben seinem Job als Professor an der Ulmer Hochschule Leiter eines Technologietransferzentrums. Bischoff arbeitet seit seiner Pensionierung als Anwalt. Ob die beiden Stadträte die Entscheidung des Gerichts akzeptieren, wollen sie von der Urteilsbegründung abhängig machen. Ein mit Schülern und Lehrern besetzter Bus ist heute auf der A7 bei Eumittelberg in Brand geraten. Die über 40 Personen blieben aber unverletzt. Autofahrer hatten beobachtet, dass aus dem Motor im hinteren Teil des Busses Rauch austrat und dem 49-jährigen Fahrer Zeichen gegeben.
Als der stoppte, brannte der Motor bereits. Ein bislang unbekannter Autofahrer hielt an und löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher, so die Polizei. Die Neuntklässler und Lehrer aus Füssen waren auf der Rückfahrt von einem Ausflug. Die Brandursache könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Auf der Fahrbahn wurde eine 200 Meter lange Ölspur festgestellt. Zwei von drei Fahrstreifen mussten vorübergehend gesperrt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Auf den Dächern der Realschulen in Lindau und Lindenberg sollen Photovoltaikanlagen entstehen. Einen entsprechenden Pachtvertrag hat Lindaus Landrat Elmar Stegmann jetzt mit Vertretern einer Bürgergenossenschaft abgeschlossen. Auf der Lindauer Schule sollen insgesamt 16.000 Quadratmeter mit Solarmodulen bebaut werden. In Lindenberg sind es etwa doppelt so viele. Die Kosten für die beiden Anlagen, die noch vor der Herabstufung der Einspeisevergütung im Juli entstehen sollen, liegen bei rund 750.000 Euro. Sie werden von einer Genossenschaft geschultert, an der sich jeder Bürger des Landkreises beteiligen kann. Der Pachtvertrag für die beiden Schuldächer gilt für 20 Jahre, solange wie die Einspeisevergütung für Sonnenstrom durch den Staat garantiert ist. Die Arbeiten an der zweiten Fahrspur der Talbrücke Enzenstetten der A7 sind in vollem Gange. Voraussichtlich im Juli soll der Lückenschluss geschafft sein. Freigegeben wird die neue Fahrbahn dann aber erst im Dezember. Ursprünglich war ein Termin im Spätherbst angepeilt worden. Der Allgäuer Landtagsabgeordnete der Grünen, Thomas Gehring, hat erneut die geplante Einführung der Mittelschule kritisiert. Das Konzept stoppe weder das Hauptschulsterben auf dem Lande, noch steigere es die Zukunftsperspektiven der betroffenen Schüler auf dem Arbeitsmarkt, so Gehring. Stattdessen verpasse der Kultusminister ein wichtiges Zeitfenster, um Schulen im ländlichen Raum nachhaltig zu stärken. Das Konzept aus Schulverbünden und Mittelschule sei nicht praxistauglich. Die Grünen befürchten einen Schulbustourismus, weil auf Wohnortnähe keine Rücksicht genommen werde. Zudem erfordere das neue Modell zusätzliche Lehrerstunden, für die aber noch keine zusätzliche Finanzierung in Sicht sei, so Gehring weiter. In Kempten ist heute ein T-Shirt für Zivilcourage und gegen Gewalt gegen Frauen vorgestellt worden. Mit dem Spruch der Kemptnerin Iris Hiltensberger, a gestandener Mann mit Hirn und Grind, der schlagt keine Frau und auch kein Kind, sollen künftig unter anderem prominente Allgäuer ein Statement gegen Gewalt abgeben. Die ersten Empfänger des Shirts waren neben dem Polizeipräsidenten Hans-Jürgen Memel auch der Kemptener Oberbürgermeister Ulrich Netzer. Ja, wir tragen dieses T-Shirt, um auf untragbare Verhältnisse aufmerksam zu machen. Es gibt Untersuchungen, dass 25% der Frauen in ihrem Leben von Gewalt betroffen werden. Das heißt, jede vierte Frau hat so etwas erlebt. Und deswegen geht es darum, dies bewusst zu machen, dagegen anzugehen, auch positiv zu sagen, wir stellen uns auch als Mann gegen die Männer, die hier untragbar sich verhalten. Erhältlich sind die T-Shirts gegen eine Spende, beispielsweise bei der Frauenbeauftragten des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest. Seit dem 23. Februar wird der 33-jährige Christian Wiedemann aus Obergünzburg vermisst. Er war am Abend seines Verschwindens von einem Besuch bei Bekannten nicht mehr in die elterliche Wohnung zurückgekehrt. Seine Familie wartet seitdem auf ein Lebenszeichen von ihm. Der unter dem Spitznamen Wiede bekannte Mann hatte früher Kontakte nach München. Er könnte sich also im Großraum München aufhalten. Konkrete Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat die Polizei aber nicht. Christian Wiedemann ist 1,84 Meter groß, 76 Kilo schwer und schlank. Er hat sehr kurze dunkelbraune Haare und ist tätowiert. Am linken Oberarm mit einem Drachen auf einer Bombenkugel und am Knöchel mit einem Reptilienkopf. Zuletzt war er mit einer blauen Jeanshose, einer bräunlich gemusterten Jacke und halbhohen Arbeitsschuhen Größe 44 mit Stahlkappen, aber ohne Schnürsenkel bekleidet. Die Polizei möchte nun wissen, wer Christian Wiedemann nach dem 23. Februar noch gesehen hat, ihn möglicherweise als Anhalter irgendwohin mitgenommen hat oder Angaben über seinen derzeitigen Aufenthaltsort machen kann. Hinweise bitte an die Kripo Kaufbeuren unter 08341 9330. Unter dem Namen Grenzenlos Naturerleben ist jetzt das Projekt der Naturschutzgebiete Vilsalpsee und Allgäuer Hochalpen vorgestellt worden. Wie bereits im letzten Jahr werden verschiedene Exkursionen in die hiesige Pflanzen- und Tierwelt angeboten. Allein 40.000 der weltweit 2 Millionen bekannten Arten befinden sich in den Alpen.
Wenn man da genau hinschaut, stellt man dort auch interessante Tier- und Pflanzenarten fest, die dort vorkommen. Also man muss nur sozusagen gezielt seinen Blick auf bestimmte Tiergruppen oder Pflanzenarten lenken. Man findet immer sehr, sehr interessante Arten. Und das gilt es letzten Endes den Besuchern, aber auch den Einheimischen und Landnutzern hier vor Ort eben zu zeigen. Das Programm und der dazu veröffentlichte Führer läuft im Internationalen Jahr der Biodiversität ganz unter dem Motto Artenvielfalt. Grenzenlos Naturerleben ist eine Zusammenarbeit der Gemeinden Bad Hindelang und Tannheim. Gefördert wird das Projekt durch die Euregio Via Salina. Zum Sport. Traumlos für den Fußball-Bezirksoberligisten VfB Durach im bayerischen Toto-Pokal. Der Siebtligist wird im Viertelfinale am 5. Mai im heimischen Vorwaldstadion den vier Klassen höher spielenden Drittligisten Jahn Regensburg empfangen. Der Pokalschreck, der bereits die Bayernligisten FC Memmingen und TSV Eindling aus dem Rennen geworfen hat, sieht sich als krassen Außenseiter, rechnet aber angesichts des attraktiven Gegners mit einer großen Kulisse. In einem Nachholspiel der Fußball-Bayernliga hat der FC Memmingen gestern einen weiteren Punkt für den Aufstieg gesammelt. Gegen den Tabellen 13. aus Bayreuth hieß es am Ende 0:0 unentschieden. Memmingen hat jetzt 11 Punkte Vorsprung auf den Tabellen 2. aus Unterhaching. Der Präsident des Deutschen Skiverbandes, Alfons Hörmann, will für einen Posten im Vorstand des Internationalen Skiverbandes FIS kandidieren. Der Sulzberger soll in dem 17-köpfigen Gremium Fritz Wagnerberger beerben, der 39 Jahre im höchsten Gremium des Weltverbandes vertreten und im März gestorben war. Um den Posten werfen aber auch noch andere nationale Verbände ihren Hut in den Ring. Sein Amt als Vizepräsident der Internationalen Biathlon-Union will Hörmann unterdessen aufgeben. Er habe alles erreicht, was er sich vorgenommen habe. Ja, und das waren die aktuellen Meldungen und jetzt der Wetterbericht. Bei jedem Wetter preiswert waschen. Ihr Autowaschpark in Kottern, Sonthofen, Neugablonz und Mindelheim. Nach einem sonnigen Mittwoch wird die Nacht auf Donnerstag mild. So liegen die Temperaturen bei 11 bis 15 Grad. Bis zum Morgen kühlt die Luft deutlich ab. Mit 6 Grad ist es im Oberallgäu am kältesten. Am Bodensee bleibt es mit 12 Grad milder. Im Lauf des Tages ziehen Wolken auf, sie sind aber harmlos. Es bleibt frühsommerlich warm. Im gesamten Allgäu klettert das Thermometer auf bis zu 23 Grad. Der Freitag bringt aus Westen zunehmend Schauer und Gewitter. Die Temperaturen liegen dennoch bei 20 bis 22 Grad. Das Wochenendwetter wird unbeständig mit viel Regen. Das Thermometer sinkt im Unterland und am Alpenrand am Samstag auf 15 Grad. Am Sonntag werden dort nur noch 13 Grad erreicht. Im Bodenseegebiet ist es am Wochenende kaum wärmer. Mindestens 18 Meter breit und nicht zu niedrig sollte er sein, der richtige Raum für das Training mit Pfeil und Bogen. Für die Bogenschützen aus Markt Oberdorf aber war das lange ein Problem. Woher die richtige Trainingshalle nehmen? Nun endlich hat der Verein aber geeignete Räumlichkeiten gefunden. Die Lösung? Ein 1500 Quadratmeter großer Raum mit jeder Menge Geschichte, der gewöhnlichen Trainingshallen sogar überlegen ist. Um welche Halle es sich handelt und wie die Marktoberdorfer Bogenschützen dazu gekommen sind, wissen Evelyn Priep und Manfred Fiener. Eine Treppe, kahle Wände. Ein ganz typischer Keller eben. Um genau zu sagen, der Keller der Hauptschule. Öffnet man aber die schwere Bunkertür, gibt es eine Überraschung. Denn der Bunker wurde vor einigen Monaten kurzerhand zu einem Übungsraum von dem Bogenschützenmarkt Oberdorf umfunktioniert. Der Bunker ist in den Jahren des Kalten Krieges erbaut worden, also 1973. Damals hat die Bundesrepublik Deutschland enorme Zuschüsse gegeben für den Bau und Herstellung von Atomschutzbunkern, war damals auch Auflage für größere Schulanlagen. Jetzt, seit 2005, gibt es die Möglichkeit, eben diese Bunkeranlagen umzunutzen mit entsprechendem Antrag. Die Genehmigung haben wir bekommen vom Landratsamt Ostallgäu, sodass die Räumlichkeiten jetzt anders genutzt werden dürfen. Bei schlechtem Wetter, vor allem aber im Winter, hatten die Bogenschützen bisher ein großes Problem, Hallen zum Trainieren zu finden. Beim Stadtbauamt fragte der Trainer danach, was für eine Lösung es in Markt Oberdorf noch geben könnte. Man hat versucht, für die Kommune, also sprich die Stadt Markt Oberdorf, auch Kosten zu sparen,
weil die andere Alternative wäre dann ein Neubau gewesen, der ca. 260.000 Euro gekostet hätte. Hier hat man jetzt dann mit Eigenleistung Verein und mit Leistungen des Bauherrn Ausgaben von ca. 20.000 bis 25.000 Euro gehabt. Also die Kommune hat sich erheblich Geld gespart. Hier haben wir eine Arbeitsbreite von 4x7 Meter, heißt 28 Meter, also wesentlich mehr als in einer modernen Bogenhalle. Und dann die anderen Vorteile eben noch dazu. Die Vorteile sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber die Schützen sind begeistert. Also im Bunker trainieren ist eigentlich viel, viel genialer als damals noch in der Halle, in der St. Martins-Turnhalle, weil wir da einfach nicht genügend Platz hatten. Mittlerweile, durch die vielen Anfängerkurse, sind wir jetzt einfach so viele Leute geworden, dass wir an den Trainingszeiten, wo wir hatten, einmal am Donnerstag, einmal am Samstag, nie alle gleichzeitig schießen konnten. Da waren es immer, manche mussten dann wieder warten, bis die anderen fertig waren mit Schießen, dann durften die anderen schießen, dann mussten die anderen wieder warten und jetzt können alle gleichzeitig schießen. Diese Möglichkeit, gleichzeitig zu schießen, bezeichnet der Trainer auch als eine kleine Revolution. Effektives Training und Unabhängigkeit sind hier die Stichworte. Und jetzt haben wir hier das Glück, dass wir 4 Segmente haben, die jeweils abgeriegelt werden können, sodass wir gleichzeitig absolut sicher 4 verschiedene Trainingseinheiten schießen können. Wir können die Profischützen oder die guten Schützen in einem Segment ganz in Ruhe schießen lassen, während wir in einem anderen Segment mit Kindern auf 5 Meter vorgehen können und Luftball schießen können. Und das kann alles gleichzeitig geschehen. Sowohl große Schützen, Anfänger, kleine oder auch solche mit körperlicher Beeinträchtigung können ohne Probleme im Luftschutzbunker schießen. Ein weiterer Vorteil, die 45 cm dicken Stahlbetonwände halten konstant 15 Grad im Raum, ohne Heizung. Sowohl von der effektiven Seite als auch von der praktischen haben die Bogenschützen hier einen echten Volltreffer gelandet. Ja, und wir machen jetzt noch einmal eine kurze Werbepause und dann verraten wir Ihnen, was es hiermit auf sich hat. Ich sag bloß Hello again. Ja. In jeder Situation klare Sicht mit der Femtosekunden-LASIK. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Hallo. Hallo? Die Gartenmöbelschau bei Möbelwassermann in Memmingen ist eröffnet. Bei der absoluten Nummer 1 gibt es die riesengroße Show. Wohnen im Grünen. Gartenmöbel aus aller Welt. Das heißt Lust zum Einkaufen, Sehnsucht nach Sommer. Sonne und Möbelwassermann in Memmingen. Die absolute Nummer 1 im Allgäu. Denn wir machen den absoluten Unterschied aus. Autohaus Brosch. Ihr Mazda-Partner seit 1973. EU-Neuwagen aller Marken. Auto-Crew-Werkstatt für alle Fabrikate. Immer erst die Brosch. Ihr zuverlässiges Familienunternehmen in Kempten-Durach. Sascha. Stein, Wasser, Kunst. Wir bieten Ihnen über 100 Brunnen und Wasserspiele aus Meisterhand in unserer Ausstellung. Brunnencenter Allgäu, Jocham Natursteine in Durach. Leckeren Käse und viele weitere Markenprodukte preisbewusst einkaufen bei Edelweiß im Factory Outlet Center in Kempten. Besser geht's nicht jetzt und hier. Ich vertraue dir. Gesundheit in besten Händen. AOK, die Gesundheitskasse. Tanken Sie Sonne. Sauber, unabhängig, preiswert. Alles Wissenswerte unter www.allgäuer-solarpaket.de. Ja, das hier haben meine Kollegen Julia Thalkofer und Julian Küpper gestern aus der Big Box mitgebracht. Denn zu einer Show von Howard Carpendale gehört etwas goldenes Lametta einfach dazu. Auf seiner Stark-Tournee machte der Sänger und Entertainer aus Südafrika gestern Abend nämlich in Kempten Station. Insgesamt kamen rund 1500 Fans, um ihrem Howie für ein paar Momente ganz nah zu sein. Ebenfalls mit dabei Ute Justiak vom Bodensee. Sie selbst sagt, Howard Carpendale sei ihr Leben und deshalb versucht sie, so oft wie nur möglich bei den Konzerten mit dabei zu sein. Egal ob München oder gar Köln, kein Weg ist ihr zu weit.
Und dass sie dann beim Heimspiel nicht fehlen darf, versteht sich von selbst. Wir haben Ute Justiak vor dem Konzert getroffen. Also ich bin schon ganz aufgeregt, freue mich, wenn das Licht 20.10 Uhr ausgeht, es im Saal ruhig wird, jeder gespannt ist, kommt er von hinten durch den Saal, kommt er von vorne. Und wenn der Moment dann kommt, wenn die Musik anfängt zu spielen, dann zuckt es durch meinen Körper, ich bin wie in einer anderen Welt. Dann kann man mich 2 Stunden vergessen, ich himmel den Mann an und warte natürlich auf seine alten Hits und aber auch auf seine neuen Lieder. Die neue Platte, die er gemacht hat, die heißt Stark und die ist auch stark. Das ist wirklich eine super Platte. Nicht nur Ute Justiak zuckt es durch den Körper. In der Big Box steigt die Spannung. Die rund 1500 Besucher können es kaum erwarten, bis Howard Carpendale endlich die Bühne betritt. Carpendale ist ein Phänomen. Vom ersten Moment an schafft er es, das Publikum mit auf seine musikalische Reise zu nehmen. Er versteht es, zu faszinieren, zu begeistern. Fans halten ihm die Treue über Jahrzehnte hinweg. Ein ganz großer davon natürlich Ute Justiak aus Lindau. Nimmt man nur den Namen Howard Carpendale in den Mund, steigt der Glanz in ihren Augen. Howard Carpendale ist mein Leben. Das ist irgendwo ein Glücksgefühl. Ich himmel den Mann an. Ich war so oft mit dir an diesem Punkt, wo nichts mehr ging. Und ich weiß, wir kriegen es auf diesmal hin. Carpendale gelingt in seinen Shows der Mix aus alten Hits und neuen Stücken. Seit Jahrzehnten lebt er seine Musik. Generationen hat er mit Ti Amo und Hello Again bis heute mit seinen Liedern aus dem Album Stark musikalisch begleitet. Wen das Howard-Fieber gepackt hat, der wird es so schnell nicht wieder los und macht auch Unmögliches für einen Moment in der Nähe von Howard möglich. Erinnerungen, die bleiben. Also mein allererstes Konzert war am 15. März 1990 in Ravensburg in der Oberschwabenhalle. Man kann sich nicht vorstellen, wie ein kleiner DDR-Bürger als Fan in der Kammer gesessen hat und sich vorstellen konnte, was wird denn an so einem Konzert passieren oder was ist denn überhaupt möglich, welche Lieder singt er. Und als dann dieser Abend da war, meine Kollegen, die haben den ganzen Tag schon drunter leiden müssen, heute Abend ist dieser besondere Abend. Die Karte habe ich mir vom Mund damals abgespart und war in Ravensburg, komme in die Halle rein und da war ein Merchandising-Stand und dann dachte ich, was, das gibt's auch noch, jetzt gibt's auch noch Artikel, wo man Fanzeug kaufen kann. Das habe ich mir nicht mal vorstellen können. Und dann war der Abend, es war 20 Uhr, das Licht geht aus und Howard kommt von hinten durchs Publikum und kommt direkt an mir vorbei und dann habe ich gedacht, jetzt ist es zu spät, jetzt ist genau der Moment passiert, den ich mir als Kind immer vorgestellt habe. Er guckt mir in die Augen und geht an mir vorbei. Natürlich hat er alle anderen auch angeguckt, aber ich habe mir eingebildet, er hat mich gesehen. 1990 das erste Konzert, 2010, 20 Jahre später, mit Sicherheit nicht das letzte. So wie es hier goldenes Lametta von der Bigbox-Decke regnet, regnet es für Ute Justiak Momente des Glücks, wenn sie Howard Carpendale hört und sieht. Und so heißt es für sie wohl noch lange, noch immer nicht genug. Ja, das war es für heute. TV Allgäu Nachrichten gibt es morgen wieder zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort. Bevor ich mich jetzt aber endgültig verabschiede, darf ich noch kurz auf unsere Internetmediathek hinweisen. Unter www.tv-allgäu.de gibt es die ganze Sendung und alle einzelnen Beiträge der vergangenen Monate zum nochmal ansehen. Klicken Sie einfach mal rein, es lohnt sich. Ja, und jetzt von hier aus noch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Auf Wiedersehen.
Einrichten nach Maß. Modern, hochwertig und mit einer einzigartigen Auswahl an kreativen Wohnideen. Möbelböck in Kempten-St. Mangen.